Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Große Worte, großer Denker und Meister über das Geheimnis der Liebe, aber noch wichtiger, denke ich, dass es in unserem Gehirne geklärt werden kann, was es mit dieser Liebe auf sich hat, ist, dass es in unseren Herzen sich hinbewegt. Es wird jetzt eine Melodie erklingen, die gerne immer wieder auch bei Hochzeiten, bei Festen der Liebe erklingt, das Ave Maria, interpretiert von Hermi Back und Inge Pfandner. Ich lade einfach ein, heute auch anstelle der Fürbitten. Während diese Melodie erklingt, dieses Ave Maria, dass jeder von uns, sei es, dass er Danke sagen möchte, dass er geliebt ist in einer Familie, in einer Partnerschaft, wie auch immer, oder dass er ganz besonders für einen Menschen in dieser Atmosphäre der Harmonie ein Gebet Richtung Himmel senden möchte, in Stille, möge jetzt dafür der Ort sein, wenn dieses Ave Maria erklingt. Bei der Wiederholung dann wird dann das klingende Gebet zum getanzten Gebet.
Du hörst unsere Gebete, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, die Gebete unseres Körpers, der Musik, unseres Geistes, unseres Herzens und bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen.